Willkommen bei der Foodschau und willkommen Grison mit dem Softcake des Jahres Cola Zitrone ohne Koffein. Das ist das Wichtige noch daran. Der Grison Softcake ist gekommen, oder besser gekommen, den habe ich mir gekauft, weil ich den entdeckt habe bei Rewe und dachte mir, komm, ich nehme den mit, auch wenn ich die Version ein bisschen abgedreht finde. Ich hatte es auf der ISM schon gesehen und konnte es leider nicht probieren, weil sie keine Probiersorten da hatten. Ich habe es jetzt schon probiert. Wir schauen aber erstmal, was es genau ist. Es ist ein zartes Gebäck mit 55% Füllung mit Cola-Zitronengeschmack und 17% Schokolade. Mehr kann man so nicht sagen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Aufführungen hinten. Kalorienmäßig liegen wir bei 100 Gramm bei 181 Kalorien. 300, bei 100 Gramm liegen wir bei 381 Kalorien. So rum stimmt's. Und ja, wir schauen uns jetzt einmal schnell in der Großaufnahme an und dann gucken wir zusammen, wie er schmeckt. Und dann schauen wir mal weiter. Also, bis gleich. So, und da seht ihr das klassische Grison. Also, es ist der normale Softcake, den ihr kennt von Grison. Mit der Keksrückseite oder besser Biskuitrückseite, der normalen Schokolade. Und das hier habe ich gerade für euch schon mal angeschnitten. Und da seht ihr ganz normal den Kern. Also, wie ganz normal gehalten. Und das ist halt der Cola-Zitronenkern ohne Koffein. Ihr seht es auch so ein bisschen schimmernd, den Cola, die Optik. Und jetzt schauen wir gleich mal, wie das schmeckt. Und ja, das war er. Also sieht aus wie ein klassischer Softcake, hat sich nichts von der Optik irgendwie getan. Innen drin ist einfach nur der Cola-Zitronenkern. Und jetzt gucken wir mal, wie das schmeckt. Ich habe den einen gerade aufgeschnitten, den hier stellen wir mal wieder hin. Und das war der Softcake von gerade. Er riecht ganz leicht nach Cola-Zitrone, also wirklich ein Cola-Zitronengeschmack. Wir gucken mal, was er geschmacklich wirklich kann. Und es schmeckt auch nach Cola-Zitrone. Aber nicht so eklig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also, manche von euch finden das auch vielleicht geil, von der Gedanke. Weil ich und meine Freunde dachten so, wie schmeckt das wohl? Geht ganz leicht, also nicht wirklich so stark, in dieser Haribo-Cola-Fläschchen. Oder von anderen Herstellern gibt es ja diese kleinen Mini-Cola-Flaschen aus Gummi. Das geht so ganz leicht in die Richtung, hat aber hier nochmal einen anderen Geschmack. Die Cola ist auch gar nicht so präsent, also dieser Cola-Geschmack. Das ist jetzt nicht der Coca-Cola-Geschmack, sondern einfach ein Cola-Geschmack. Und wird dann relativ schnell süß, also in die Zitrone. Aber verrückterweise schmeckt es. Das ist das Verrückte daran. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass so eine Sorte mir schmeckt. Aber die kann man wirklich ab und zu mal nehmen. Eine ganze Packung könnte ich, glaube ich, nicht aufessen davon. Ich hatte mir die geöffnet und schon so eine Tupperdose getan, weil es immer diesen Plastikschieber drin ist, leider. Den man nicht verschließen kann. Aber finde ich, ehrlich gesagt, ganz cool gelungen. Finde ich vielleicht eine coole Sommeredition. Ich mag es auch, wenn Grison zum Beispiel, also ich mag die aus dem Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob ihr, wie ihr das findet, aber dann ist die Schicht oben etwas härter und das Innere ist auch ein klein Ticken härter. Das ist so eine Geschmackssache von mir. Meine Freundin versteht das nicht, warum ich das mache, aber ich tue auch Schokolade im Kühlschrank. Aber hier würde ich sagen, eine solide, ja, eine 7 von 10, eine 8 ist es nicht ganz. Also es ist nicht ganz so ein Snack, den ich mir weghauen würde. Er schmeckt aber. Finde ich ganz cool gelungen. Bekommt ihr ab und sofort im Handel. Probiert es mal aus. Ich weiß gar nicht, wie teuer es war. Normaler Grison-Preis ist nicht überteuert. Finde ich ganz cool, ist also nicht widerlich. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare hier, schreibt auf Instagram, da schreiben, glaube ich, sogar die meisten, muss ich sagen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, euer Bob. Ciao.